Und bei mir jetzt hier der Thomas Ecker, nicht wiedergewählter Nationalrat von der CSP Oberwallis. Jetzt gerade hinter ist ein Szener, hat Christoph Gliwa, dem grünen Kandidat, der die Wahl geschafft hat, gratuliert. Das heisst, irgendwo können wir ihn schätzen, was er jetzt erreicht hat. Also ich schätze ihn als Person sehr. Was aber natürlich einfach verhängnisvoll ist, ist, dass heute die Oberwallis einen Sitz verloren hat. Das ist nicht gut für die Kohäsion in diesem Kanton. 100'000 Listenstimmen habt ihr angestrebt, jetzt sind es rund 62'000 Listenstimmen gewesen. Was ist da vielleicht schiefgelaufen in der Kampagne? Hat man etwas verpasst? Also das erste Mal wollte ich festhalten, dass mein persönliches Resultat mich sehr freut. Das sind immerhin 20'000 Stimmen, die ich geholt habe. Das ist eine Verdoppelung gegenüber dem letzten Mal. Da wollte ich den Walliserinnen und Wallisern ganz herzlich danken, die für mich gestimmt haben. Leider hat es nicht gelangt, weil einfach die Liste zu wenig Listenstimmen gebracht hat. Und ich glaube, das haben die Häufe einfach auch nicht begriffen. Die Häufe haben mir immer wieder gesagt, ja, wie du dich nachschreiben und wir geben dir 2 Stimmen und so weiter. Aber so habe ich den Sitz nicht. Und genau das ist jetzt passiert. Wir haben Listenstimmen gebraucht, die Listenstimmen eben nicht geholt. Und das hat verschiedene Faktoren. Wie gesehen, dass zum Beispiel im Unterwallis wird total getäuscht sind. Die Unterwallis hat schlecht gestimmt für uns. Da haben wir das letzte Mal etwa 4'500 Stimmen geholt. Das haben wir dieses Mal nicht geholt. Der Kanton ist einfach extrem segmentiert zwischen Ober- und Unterwallis, wenn es um die Wahlen geht. Das ist auch nicht gut für den Kanton. Nachher ist natürlich der Roberto-Effekt, das müssen wir dem klar sagen. Wir haben im Bezirk Leik etwa 12'000 Stimmen weniger als das letzte Mal. Das sind natürlich massive Einbrüche. Das sind Zahlen, die nicht fehlen. Und es war ja unhöhere Spitze gewesen. Wir hätten bei der Restverteilung fast nur den Sitz können holen, wenn wir ein paar hundert Stimmen mehr gehabt hätten. Jetzt wollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Was heisst das für die politische Karriere von Thomas Ecker? Die politische Karriere ist vorerst beendet. Ich habe das immer gesagt. Grossrat ist für mich keine Option. Gemeinfispe sehe ich auch nicht, dass ich da irgendetwas auftun würde. Und damit ist die Sache jetzt erledigt für mich. Besten Dank für das Gespräch. Gerne geschehen.